Hallo liebe Zuschauer, hier möchte ich Ihnen gerne die TV-Box von Kingbox vorstellen. Dieses Teil ist es mit 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB internen Speicher. Entschuldigung. Ja, ich möchte ein bisschen was dazu erzählen, ein kleines Unboxing machen und am Fernseher gleich mal zeigen, wie es funktioniert. Ich hatte das schon installiert gehabt eben, habe da ein paar Sachen schon mal... paar Apps drauf installiert und ja, ich zeige erstmal, was alles dabei ist, wie man das benutzt und ja, dann sehen wir gleich weiter. Ja, das ist die Box auf jeden Fall. Hier wurde sie angeliefert in diesem Paket, ne? Dieses typische, macht eigentlich keinen Unterschied zu den anderen auch. Ja, hier haben wir die kleine TV-Box. Die anderen Sachen hole ich jetzt gleich raus. Hier kann man die Anschlüsse sehr schön sehen. Hier der Ladeanschluss für den Netzstecker, hier ist eine USB-Buchse, hier der LAN-Anschluss für das Netzwerk, das zum Router geht. Ich habe eine am Fernseher vorbereitet, die Box hat aber auch WLAN, also ich habe beide Systeme ausgetestet, funktioniert einwandfrei, Ladezeiten sind in Ordnung und bei HD-Filmen gibt es auch keine Ruckler oder so, ne? Das nur mal informativ. Das ist aber auch schon wichtig, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn man einen Film guckt und ständig stoppt der Film, weil die Ladezeiten, weil es am Nachladen ist. Ne? Das wäre natürlich blöde. Gut, hier ist die HDMI-Buchse, um das Gerät mit dem Fernseher zu verbinden. Hier noch eine kleine AV-Buchs, die brauche ich eigentlich nicht. Meistens ist hier drin auch ein Knopf versteckt zum Updaten der Firmware, falls da irgendwelche Updates kommen sollten, sage ich mal, so kann man das. Aber das ist wirklich nur, wenn man sich gut auskennt mit der Box, gedacht. Updates kann man auch online angucken, war aber alles soweit fertig. Android 6.0.1 ist drauf vorhanden, ist, sieht ein bisschen altbacken aus, aber funktioniert, aber war auf dem neuesten Stand im Endeffekt. Ja, verbaut ist hier ein Quad-Core ARM Cortex A7. Dieser ja, arbeitet gut. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Und ich hatte sonst immer die S905X-Varianten. Jetzt mit dieser Variante läuft es aber wunderbar flüssig. Ich hatte kein Problem damit, irgendwelche Haker zu haben oder so. Das lief eigentlich ganz gut. Ja, was... können wir noch dazu sagen, ja, hier an der Seite gibt es noch Anschlüsse, ich war gerade irgendwie Gedanken weg. Hier ist noch eine USB-Buchse und hier die Micro-SD-Buchse, um eine Micro-SD-Speicherkarte zum Beispiel einzufügen. Ich kann mal eben eine zeigen, hier, ich habe so eine kleine, ne, diese fügt man hier an, zum Beispiel von der Action-Kamera oder sonstigen Kameras, kann man die dann, die Filme dann hier zum Beispiel dann einfügen und hier ein, genau so, so ist es dann fertig, ne, und dann kann man seinen Film dann anschauen, ne, wird dann eingedrückt und so kann man es wieder rausholen. Okay, was war noch dabei? Dabei waren noch, ich lege das mal eben auf Seite, ja, dabei war noch ein Netzstecker mit der üblichen Länge von, keine Ahnung, 70 cm circa. Ich finde es aber ein bisschen zu kurz, meine Stromanschlüsse hinterm Fernseher sind schon fast alle belegt, deswegen gehe ich immer auf einen anderen zurück und greife auf einen anderen Stromanschluss zurück, der ein bisschen weiter entfernt ist. Da ist immer 70 immer ein bisschen eine knappe Sache bei mir. Funktioniert aber, ne? Einwandfrei. Die haben aber alle die Länge von ca. 70 cm. Also da braucht man sich nicht wundern. Das ist immer so. Dabei ist noch ein HDMI-Kabel. Für an den Fernseher, da braucht man eigentlich keine große Länge, weil die Box normalerweise am Fernseher dran ist, ist aber 1 Meter lang, das nur mal informativ circa. Gut, hier die normale Fernbedienung, da müssen noch 2 AAA Batterien eingefügt werden. Das ist eigentlich eine Standard, die aber auch gut funktioniert, man muss nicht drauf zeigen unbedingt. Hier ist auch eine Cursor-Funktion verbaut, ne, wenn man die drückt, kann man dann den Cursor bewegen nach rechts und links mit den Steuertasten hier. Ja, die Verbindung ist auf jeden Fall gut. Man muss nicht direkt auf die Box zeigen damit, ne? Weil manche gibt es, es gibt Fernbedienungen, da muss man wirklich drauf zeigen, ne? Und die dann eher schlecht als recht arbeiten. Die arbeitet eigentlich ganz gut. Die gibt es auch, die ist auch in mehreren
TV-Boxen verbaut. Ne? Also wird die mitgeliefert. Das ist nur mal informativ. Ja, was haben wir noch? Bedienungsanleitungen haben wir hier. Die habe ich mir jetzt nicht durchgeschaut. Ich kenne mich eigentlich mit dem System ganz gut aus. Aber wer sich jetzt nicht auskennt, kann dies auf Englisch, wenn er Englisch kann, so ein bisschen nachholen. Hier ist auch beschrieben, wie man jetzt die Fernbedienung auf sein Handy bekommt zum Beispiel. Da hat man dann auf dem Handy eine Tastatur und kann dann dementsprechend auch bedienen, wer das möchte. Ja, ansonsten die normalen Einstellmöglichkeiten und wie man das WLAN hier einstellt, sind hier in der Box beschrieben. Hier ist noch eine Bedienungsanleitung für die Mini-Tastatur. Diese hat auch Gestensteuerung. Und ja, mit der arbeite ich am liebsten eigentlich. Das ist also mein Highlight. Die ist auch schon vorgeladen. Hier hinten sitzt, ich hole es mal eben raus, der Akku. Und hier so ein USB-Dongle nennt man das. Diesen steckt man in die TV-Box ein, schaltet die Box ein. Die Tastatur ein. Hier oben, ich zeige es mal eben. Hier oben ist ein Einschaltbereich. So, dann leuchtet hier so ein Lämpchen in Blau. Und ja, man ist dann verbunden mit der TV-Box. Die Tastatur hat englisches Layout, das heißt hier Y und Z sind hier vertauscht. Das kann man bestimmt irgendwie zurückkriegen, weil hier das deutsche Layout ist dahinterlegt. Da muss ich aber nochmal gucken, wie es funktioniert. Aber ansonsten, es stört mich auch nicht, wenn das Englische jetzt ist. Ne? Also Z und Y benutze ich jetzt nicht so oft. Da kann man ruhig mal gucken. Die anderen Buchstaben sind eigentlich so identisch mit dem deutschen Layout. Das nur mal informativ. Da gibt es bestimmt eine Tastenkombination, um dieses deutsche Layout zu bekommen. Ich weiß nicht wie. Derzeit kann man aber bestimmt nachlesen. Ich mache es aber jetzt nicht, weil die Zeit läuft mir ansonsten etwas vorbei. Nee, hier ist alles auf Englisch nur und auf Chinesisch beschrieben. Okay. Ja, was gibt es noch? Hier ist noch ein Ladekabel vorhanden, um die Tastatur aufzuladen. Diese an USB-Ladegerät bitte anschließen. Da ist keiner mitgeliefert worden. Da kann man das Ladegerät vom Handy nehmen oder am PC eben mal aufladen über USB. Das funktioniert eigentlich gut. Sehr gut ist hier an dieser Tastatur zum Beispiel, dass man, wenn man hier den Bereich berührt, direkt der Cursor kommt und man kann direkt dahin navigieren, wo man will. Zum Beispiel zu einem Eingabefeld, drückt dann kurz drauf und kann dann seine Eingaben machen bei YouTube oder um sich bei Google Play Store anzumelden. Das funktioniert wunderbar und viel schneller als jetzt mit dieser herkömmlichen Tastatur. Ne? Das ist dann, wenn man viel sucht nach Filmen oder sonstigen, ist man da mit diesem Teil auf jeden Fall schneller fertig als mit einer normalen Fernbedienung. Okay, lieben Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt das Teil wieder an den Fernseher anschließen und gleich mal ein paar Sachen am Fernseher zeigen. Okay, lieben Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Ja, willkommen zurück. Hier bin ich schon am Fernseher mit der TV-Box. Ich kann es mal eben da zeigen. Hier unten, da unten ist das gute Teil links. Ne? Und ja, hier ist mein Fernseher. So, mal ein bisschen ausrichten. Gut, ja, hier das übliche Bild. Ich kann mal eben mal zeigen. Ich habe mal schon ein paar Apps installiert. Die kann ich mal eben vorzeigen. Welche das jetzt genau sind. Hier Dreisat, ARD habe ich installiert, was habe ich noch installiert, Sat1 habe ich installiert, Kodi habe ich installiert, aber noch nicht mir angeschaut, ehrlich gesagt, Wavo habe ich installiert und ja, CDF Mediathek habe ich installiert. Ja, YouTube ist hier auch vorhanden. Wir können mal einmal in die ZDF Mediathek mal reingehen zum Beispiel, das nur mal, damit man mal so ein Bild, bisschen Bild hat, wie es funktioniert und wie es aussieht am Fernseher jetzt, wenn ich irgendwas verpasst habe, einen Film oder so, wie man sich das Ganze anschauen kann. Ja, das ist die typische Mediathek, hier kann ich aber auch auswählen. Ach, hier gibt es auch Dreisat, wusste ich jetzt nicht.
gehen wir mal zu ZDF. Arbeitsunterlage für den Regisseur. Es enthält viele handschriftliche Skizzen und Notizen. Herr Murnau hat persönlich eine Belohnung für die... Ja, da kann ich jetzt gucken. ZDF Neo, was da läuft. Kann man sich auch mal anschauen. Meter über der Linie. Er hat es viel zu offensichtlich gemacht. Deshalb wurde er erwischt. Darauf wetten die Leute. Hier den Cursor, die kann man jetzt nutzen. Ich kann das Ganze jetzt groß machen. Das beeinträchtigt nicht den Ausgang des Spiels. Manche Spieler sehen es als Bonus, wie Trinkgeld für den Kellner. Was jetzt derzeit am Fernseher am Laufen ist halt. Was seine Karriere anging, hatte die Stunde geschlagen. Er hatte eine anspruchsvolle Frau, die schon fremdgegangen war. Es läuft ohne Ruckler, das war mir wichtig. Im Endeffekt. Und wie können wir das beweisen? So, machen wir mal. Stopp. Gar nicht. Sehen wir den Tatsachen ins Auge, ja? Gehen wir wieder zurück. Das mache ich jetzt im Moment mit der Fernbedienung hier. Die habe ich die ganze Zeit in der Hand. Ich kann jetzt auch mal weitergehen, was da noch für Apps gibt, was derzeit am Laufen ist hier. Das heißt, ein ganzes. Also funktioniert einwandfrei mit dem Cursor. Das Gute ist am Cursor, dass ich, wenn ich hier dran tippe, im Endeffekt kann ich direkt, bin ich direkt mit dem Cursor verbunden. Wenn ich auf die Tastatur gehe, dann bin ich mit der Tastatur, also jetzt ist der Cursor ja weg. Und wenn ich jetzt hier wieder auf diesen Cursor-Bereich komme, ist der Cursor direkt vorhanden. Das finde ich eigentlich so das Gute daran. Hier kann ich jetzt auch zum Beispiel Phoenix mir mal angucken, was derzeit auf Phoenix läuft. Oh, Michael! Ne, funktioniert einwandfrei. Da, dieses komische Apparat? Also gut, einwandfrei. Moin! Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, was gibt es da noch zu? Ich kann mal gucken, die Mediathek. Ich weiß nicht, warum ich dreisert habe. Genau, ich wollte die Mediathek eigentlich haben. Genau, so, Mediathek. Ne? Hab das eben beim ZDF gar nicht gesehen, dass das eigentlich nur das Live-Fernsehen ist. Aber da gibt es auch eine Mediathek von. Ne? Das hier ist eine ordentliche Mediathek. Da kann man jetzt auch gucken, was man... Roll mal nach rechts, mal gucken, wie das hier funktioniert. So. Hier sind dann die ganzen älteren Filme vorhanden, ne, die man verpasst haben könnte. Gehen wir auf diesen Film mal. Klicke ich mal einfach mal drauf. So, mach das Ganze mal groß. So, und kann das Ganze jetzt wunderbar anschauen, ohne große Probleme. Vielleicht kann ich auch vorspulen, weiß ich jetzt nicht. Ja, vorspulen kann ich natürlich auch. Ich spule ein bisschen vor. Ne, funktioniert wunderbar flüssig, ohne große Probleme. So wie es sein soll im Endeffekt. Gut. Den ganzen Film will ich jetzt nicht angucken. Genau, ich wollte mal einfach mal Stopp machen. So, dann gehe ich mal einfach mal aus dem Ganzen heraus, gehe wieder zurück, zurück, zurück über die Zurücktaste. Wollte mal auf YouTube mal gehen, mal gucken, ob das funktioniert. So. Da ist mein kompletter Kanal, der ist schon vorinstalliert, weil ich mich auf dem Play Store angemeldet habe. Ja, ich gehe einfach mal auf die Suche, wenn ich die Suche finde hier. Wo haben wir denn Suche? Ich wollte mal die Suche haben. Da oben, ja, oben links. So. Ne? Ich möchte aber auch nicht sprechen, ich möchte einfach nur eintippen. So, da kann ich natürlich jetzt hier 4K-Videos zum Beispiel, ne? 4K. Das tippe ich jetzt einfach ein, ohne diese Online-Tastatur da zu benutzen. Videos, drücke auf Enter. So, kann mir jetzt diese 4K-Inhalte mir mal anschauen. Wahrscheinlich wird ein bisschen Werbung kommen oder so. Aber wie man sieht, sind das jetzt hier 4K-Inhalte. Ich mache mal ein bisschen leiser hier. Ja. Läuft auch wunderbar flüssig.
Okay, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Kann ich wieder zurückgehen, ne? Kann jetzt einen anderen angucken. Ne? Das funktioniert eigentlich recht einfach. Okay, das war's von mir. Ich gucke noch ein bisschen Aquarium, um mich zu entspannen. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Einblick bringen können in das, in diese TV-Box, die doch sehr nützlich ist eigentlich. Mein Fernseher zeigt nicht so viele Inhalte leider an. Das ist so eine ältere Generation an Smart-Fernsehern, die nicht so komfortabel ist. Daher diese TV-Box. Ich bin zufrieden damit. Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, Sie hatten einen guten Einblick haben können in das Gerät, in die Funktionsweise. Ich habe jetzt derzeit nichts Negatives zu sagen, leider. Ich habe gesucht und gesucht, aber es läuft, wie man sehen kann, ziemlich flüssig alles. Und ja, mit 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB internen Speicher ist man da gut aufgestellt. Sollte eigentlich reichen, um etliche Apps sich runterladen zu können. Okay, lieben Dank und schönen Tag noch. Dankeschön.